immer noch minus 2 Grad draußen. Ich habe doch zugemacht. Wir fahren jetzt mal wieder City Skylines runtergeladen. Ja, man muss auch mal spielen und runterladen. Ja, werde ich auch zum nächsten Mal tun. Ich erwarte eine Videoserie. Was? Nee, ich nicht. Ich hab ja deine, das reicht mir. Ja, vier Videos und das vierte hast du immer noch nicht geguckt. Ja, gucke ich mir als Tutorial an. Das weiß ich, dass du das noch nicht geguckt hast. Das hat mich noch keiner geguckt. Tja. Warte mal. YouTube-App. Wo bist du? Hab ich nicht nötig. So. Abos. Kommt auch demnächst wieder eine Folge City Skylines, wenn ich Bock dazu habe, das aufzunehmen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder eine neue Stadt anfangen, weil ich die erste in den Sand gesetzt habe. Einmal. Einmal Mainz. Wup, wup. Robertstraße. Ob hier in der Schule auch das. Ob die hier in der Grundschule das kleine Einmal Mainz hören? Lernen? Ja. Nicht? Okay. Auch genau mit dieser Betonung. Wir sind jetzt eine kleine Stadt. Hm. Daumen nach oben. So, muss weiterfahren. Hat Priorität. Ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich dann dazu aufnehme, eine neue Stadt anfangen, weil ich habe die echt in den Sand gesetzt. Ja, jetzt bist du noch Kleinstadt, da kannst du nicht einfach eine neue Stadt anfangen. Ich habe aber kein Geld. Das ist realistisch. Ich kann nichts machen, weil ich kein Geld habe. Nee, das ist ja gerade nicht realistisch. Wenn es realistisch wäre, würdest du jetzt einfach Schulden machen. Das geht in dem Spiel nicht. Obwohl, ich kann mal nach einer Mod suchen dafür. Das ist ja voll nicht realistisch, das Spiel, ja? Nee, ich suche mal eine Mod. So, jetzt kommen wir ein bisschen rumgekurve hier an der Valdoria-Straße. Oh ja, ja. Ist hier viel KI-Verkehr gerade. Das ist auf Mainz generell so. Doppelhaltestelle. Schüler ist da. Wie auch immer das passen soll. Ich dachte immer, diese Schilder, ich habe das mal gesehen hier, diese doppelten Haltestellenschilder sollten heißen, dass das eine Doppelhaltestelle ist, also für zwei Fahrzeuge. Das ist knapp hier. Ach, knapp, schmapp. Sehr schön. Es gibt nicht viele Städte, in denen man so gemütlich an Haltestellen ranfahren kann wie in Mainz. Das stimmt. Hier erlaubt es der Fahrplan. Das ist richtig. Das macht ihn aber eigentlich auch nicht gut. Das ist richtig, aber egal. Passt schon.
so effizient. Der Bus kriegt erst Texturen, wenn er bei mir im Bild erscheint. Ja, das ist die neue Variante zur Speicherminimierung. Ja, eine Busfahrt. Es wird nur das geladen, was man unmittelbar sieht. Das ist ein revolutionärer Ansatz. Aber auch erst verzögert. Also ich habe es erst weiß gesehen, ne? Revolutionärer Ansatz? Shit. Revolutionärer Ansatz? Reden Sie das doch bitte nicht klein. Ja, das muss man auch mal gebührend feiern. Oder so wie diese Park. Kostet das was? Gebührend feiern? Wenn du so weiterlaberst, ja. So, Kuhlmannsfeld. Uhu, wir sind da. Cool, Mann. Noch nie gehört, den Witz. Ist mir gerade eingefallen. Habe ich mir gerade ausgedacht, den kannst du auch noch nie gehört haben. Beruhigend. Ja. Mal Motor aus. Machen wir mal den Motor aus. Schweig still. Machen wir hier kurz ein Thumbnail raus. Was ist der Motor? Das ist aber komisch, das Thumbnail. Ja, ich pack einfach den Motor aus, Thumbnail. Das ist eine gute Idee. Hi. Zack. Hallo. Peng. Läuft. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich mache jetzt eine kurze Betriebsfahrt. Tja. Und zwar zum Osterfeldmarkt. Dann werde ich wahrscheinlich nur 179 fahren. Ja. Da macht das. Ich bin ja gerade beim Hauptbahnhof. Nein, ich mache keine Vollbremsung, auch wenn ich nur 30 fahre. Ich hatte einfach keine Lust zu bremsen. Ach, Mann. Was, ach, Mann? Nix. Dann versucht eine Betriebsfahrt zu schildern. Hat auch geklappt. Dann wird ja mal versucht. Hat geklappt? Ja, hat geklappt. Ich hatte das auch letztens. Das hat dann erst geklappt. Ach, jetzt stehe ich in der Linksabbiegerspur. Das ist ja ganz clever. Ich dachte, das wäre hier. Haben wir gleich. Man nimmt einfach hier statt Abbiegerampeln. Was habt ihr denn hier? Hier hat jede Spur eine eigene Ampel, die zu einer unterschiedlichen Zeit grün wird. Die haben aber alle keine Zeichen drin, die Ampeln. Ja, das muss so. Sonst könnte man ja am Ende noch erkennen, was was ist. Ich hatte letztens aber auch Probleme, die Betriebsfahrt zu schildern. Dann musstest du unten auf Sonderziel gehen und dann konntest du die über die Hilfe schildern. Cool. Wie hast du das jetzt gelöst? Ich habe ehrlich gesagt nicht draußen geguckt, ob da jetzt was steht. Da steht also jetzt nichts einfach. Ich habe jetzt so 00000 eingegeben als Kurs. Na, wird das zu einem Unfall führen? Nee, aber hier haben sich gerade einer nicht an die Vorfahrt gehalten. Ich war es nicht. Ja. Der Norden vergisst nie. Was? Nichts. Was? Das ist ein Insider. Wenn er versteht, versteht er. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Fahr doch. Ich hatte gerade übrigens versucht, an so einer Autoschlange vorbeizufahren und dann festgestellt, dass das zu nichts führte. Hab zurückgesetzt und bin ich keinen Schritt weiter gekommen. Konsequent mal. Deswegen dränge ich normal nicht. Das bringt nämlich nichts. Hab ich gerade bewiesen. Ja, das ist ja jetzt auch lustig hier. Das wollte ich auch gerade sagen.
und Kollegin und tschüss. So. Zack. Chantal. Peng. Ey. Hallo. Ich hab doch die Haltestellenbremse reingemacht. Hallo. Sortier sie doch auch. Gut. Dann würde ich sagen, ich mach mal weiter hier. Ne? Und keine Bahn. So. Dann würde ich sagen, ich mach mal weiter hier und so. Mach, mach. Ich hab Zeit. Dann go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2. Wir fahren nochmal Alheim auf der 179 mit dem MAN und dabei ist Tobi. Greensleeves. Ich hab gerade auch dran gedacht. Hallo. Muss man ja fairerweise dazu sagen. Finde ich schön. Ich stehe hier im Stau in Mainz. Immer noch. Beruhigend. Nee. Ja, doch, irgendwo schon. Ne? Ja. 179. Ich sag jetzt auch immer, das ist Route 1. Nee, es ist leider nicht Route 1. Verdammt. Gut recherchiert. Zack. Osterfeldmarkt. Denkt dran, dass Samstag, Sonntag andere Routen gelten. Ja, das freut mich. Ich fahre aber montags bis Freitag. Echt? Ich dachte, du fährst an einem Tag. Immer wieder schön, diese Gespräche. 179, wo bist du denn als Kurs? Hallo. Gibt's dich, finde ich nicht. Ah, da. 14:05 Uhr. Stellen wir jetzt mal locker 40 Minuten vor. Der Mainzer Busbahnhof ist auch gar nicht kompliziert aufgebaut. Nee, nee. Nee, überhaupt nicht. Guten Nö. Morgen. Gar nicht, was du hast. Nee, ruhig noch ein Minütchen. Wir haben 19 Grad im Bus, was beschwert der sich? So, weil minus 2 Grad draußen sind, hat er Angst, dass er gleich erstickt. Berechtigterweise. Er hat die Angst nicht im Winter im Bus. Ich wollte mir den Busbahnhof angucken, hört auf Fahrkarten zu kaufen. Ja, wow. Machen sie gerade bei mir aber auch. Ja, aber ich habe dann mal kurz die T-Kombination gemacht. Das habe ich heute tatsächlich noch nicht genommen. Ja, weil ich gerade in der F4-Ansicht weit weg bin. Was macht ihr da? Hallo? Oh ja, Besserung genommen. Läuft bei dem Bahnfahrer. Das sieht nach einem schweren Unfall aus. Mhm. Wir machen gerade 3 Busse ineinander Pause. Hm. Also wirklich jetzt. Das muss so. Und die Bahn ist mitten durchgefahren. Ich habe 2 Minuten Verspätung. Das steht auch so im Fahrplan. Verspätung. Oder diese Pausensituation. Nee, ineinander Pause. Mit der Bahn dazwischen. Mhm. Was? Tauberzwergbad? Bitte? Warte, das möchte ich nochmal hören. Warte, so geht das. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad. Taubertsberg. Ach so, ja. Ich dachte, Peter Tauber hätte wieder zugeschlagen. Nee, der ist nur beschäftigt im Zweitjob. Mit seinen Minijobs. So. Los geht's. Richtung Alheim Hauptbahnhof, ne? Eine Busfahrt. So was verkaufe ich hier nicht, ich verkaufe hier nur Tickets. Tut mir leid, Junge. Du sollst auch keinen Alheim Hauptbahnhof aufhaben. Der wollte eine Busfahrt kaufen. Fürchte, ich habe jetzt gerade ein parkendes Auto mitgenommen. Deine Spezialität, oder warum? Fürchtest du das? Ich drück schon mal provisorisch einmal reparieren. Ist mal nichts passiert. Was will mir diese Ampel jetzt sagen? Ich habe immer rot, ich habe rot, fertig. Nein, das gilt nicht für mich. Über Fahrplan, jetzt solltest du weiterschauen. Also sollte auch der Bus vorfahren. Okay,
Ich hab beschlossen, die Ampel gilt nicht für mich, weil ich da nicht warten will. Ach so, funktionieren Ampeln heutzutage. Geil. Ja, da war das wirklich, Komme ich jetzt viel schneller von A nach B? Da war das wirklich nicht eindeutig. Na gut. Ich glaube dir das jetzt mal. Das ist sehr, sehr nett. Danke. Bitte.